Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute habe ich das Vergnügen, Sie zu begrüßen und durch den Abend zu führen. Das Thema unseres heutigen Abends ist Haus und Hof, also Haus und Hof, wie man die am besten findet und erforschen kann. Ich hoffe, Sie sind alle einverstanden, dass wir die Veranstaltung heute auch aufzeichnen und dann online stellen. Der Referent, Herr Zietner, ist damit einverstanden. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dann würde ich Sie bitten, einfach Ihr Video und Ihren Ton auszuschalten. Ja, heute geht es um ein Projekt, das aus meiner Sicht wirklich wegweisend und für Niederösterreich und darüber hinaus auch bahnbrechend ist, da es in seiner ganzen Konzeption und in seiner ganzen Umsetzung wirklich exemplarisch gut zeigt oder exzellent vorführt, was man alles mit lokalen und regionalhistorischen Dokumenten und Daten alles anstellen kann. Sie alle kennen sicher das Problem, dass Sie nach Personen in der Vergangenheit gesucht haben und diese nur schwierig lokalisieren konnten, wo diese Personen früher im Laufe der Jahrhunderte gelebt haben, weil einfach es früher keine Hausnummern gab, beziehungsweise weil auch die Hausnamen sich geändert haben im Laufe der Zeit, beziehungsweise weil es einfach oft auch schwierig ist, gewisse Hausnamen und Höfe auch zu lokalisieren. Es gibt aber sehr gute Quellen in Form der Protokolle zum Franziskanischen Kataster oder den diversen Versionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Und wenn man aus diesen Daten ein Big Data macht und diese entsprechend visualisiert, dann entstehen ganz große Dinge. Und das Projekt von Herrn Zietner, Haus und Hof, ist da eine unglaubliche Stütze und wirklich wegweisend für die Heimat und die Regionalforschung. Lieber Wolfgang, darf ich dich vielleicht zum Anfang mal bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Wie ist denn dein Hintergrund und wie kommst du überhaupt, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Guten Abend in die Runde. Danke für die schöne Einleitung. Mein Hintergrund sozusagen ist der, dass ich, was Geschichte betrifft, doch Autodidakt bin. Habe eine Ausbildung und auch einige Zeit als Softwareentwickler gearbeitet. Habe dann ein Studium in Sachen Grafik- und Informationsdesign gemacht und habe mich nach diesem Studium wieder ein wenig mehr Richtung Forschung, Richtung Regionalgeschichte entwickelt und habe mit der Zeit immer mehr Daten gesammelt, habe mich mehr in die Thematik eingearbeitet. Und so ist das Projekt Haus und Hof entstanden und freue mich jetzt sehr, dass ich das heute vorstellen kann. Ja, vielen Dank, dass du dir heute auch Zeit genommen hast. Und ich würde vorschlagen, bitte leg einfach einmal los mit deiner Präsentation. Dankeschön. Danke sehr. So, gut, ich hoffe, Sie sehen die Präsentation. Und wie gesagt, heute will ich das Projekt Haus und Hof vorstellen, Hausgeschichte digital. Vielleicht noch einen kurzen Überblick, um was es heute gehen wird. Zuerst einmal auch kurz darüber reden, was das Projekt überhaupt ist, wobei wir das ja in der Einleitung mehr oder weniger auch schon gemacht haben. Dann möchte ich dazu übergehen, mich mit der Datenerfassung zu beschäftigen. Welche Informationen wurden erfasst und wie wurden diese erfasst? Und in dem dritten Teil geht es dann um die Webseite selbst, welche die Plattform von Haus und Hof ist. Gut. Also das Projekt geht hauptsächlich darum, mit Daten zur Hausgeschichte zu arbeiten. Sprich, wo lebten meine Vorfahren? Und zwar genau auch mit der richtigen Verortung und zusätzlich noch mit Hinweisen auf weiterführende Quellen, wie zum Beispiel die Grundbücher. Und ich stamme aus dem Mostviertel in Niederösterreich und da liegt es nahe, dass ich mit dem Projekt auch in dieser Region begonnen habe. Ausgangspunkt der Datenerfassung sind die Protokolle zum Franziskanischen Kataster, welche in Niederösterreich
um 1820, 1821, 1822 entstanden sind. Und diese bieten eine wunderbare Quelle zur Hausgeschichte. Man kann anhand dieser Protokolle und der dazugehörigen Mappen, sprich den Landkarten dazu, die Häuser gut verorten und auch so in ein Geoinformationssystem einbringen. Erfasst wurden zum Beispiel die historische Adresse, wobei das immer eine Momentaufnahme ist, die Nummer in der Mappe, sprich die Bauparzellennummer zu diesem Zeitpunkt, den Namen des Hausbesitzers oder der Hausbesitzerin und wenn möglich den Hausnamen und den Stand des Hausbesitzers. Unter Stand versteht man zum Beispiel, war das jetzt ein Bürger, war das ein Bauer, war das ein Lederer, ein Müller. Und um das Ganze auch nachvollziehbar zu machen, habe ich auch die Signatur im Findbuch des Niederösterreichischen Landesarchivs hinzugefügt. Und genau dort sind diese Protokolle auch zu guten Teilen digital abrufbar. Ausgehend von den Daten der Protokolle habe ich dann mich mit den Hausnamen beschäftigt, was auch gleichzeitig ein Ausgangspunkt des Projektes ursprünglich war. Und da gibt es das wunderbare historische Ortsnamenbuch von Niederösterreich von einem Herrn Weigel, der das in den 1960er und 70er Jahren erstellt hat. Und in diesem Ortsnamensbuch, man sieht einen kleinen Auszug hier rechts, wurden zum Beispiel Gemeinden oder Katastralgemeinden geführt, aber auch die Einzelhäuser in diesen Katastralgemeinden mit historischen Nennungen und gleich einen Verweis auf eine Adresse. Und anhand dieser Adresse können die Häuser dann auch wirklich zugeordnet werden und mit den Daten aus dem franziszeischen Kataster verknüpft werden. Oft gibt es auch mehrere Hausnamen. Diese wurden dann durch einen Schrägstrich getrennt aufgenommen, beziehungsweise wurde auch die mundartliche Lautung hinzugefügt. Zum Beispiel, wenn man hier schaut, der sogenannte Pölzhof wird mundartlich Pölzhof ausgesprochen oder Brachenberg, Brocherbär. Und das hilft oft, um zum Beispiel andere Schreibweisen des Hausnamens besser verstehen zu können. Damit sind wir auch gleich beim nächsten Thema, und zwar das Kartenmaterial. In der Zeit, mit der wir uns hier oder mit der sich das Projekt Haus und Hof hauptsächlich beschäftigt, sprich das 18. und das 19. Jahrhundert, waren die Hausnamen bei Weitem noch nicht vereinheitlicht. Und da ist es hilfreich, so möglichst viele unterschiedliche Schreibweisen zu haben. Und es gibt einige Quellen dazu, zum Beispiel die Josephinische Landesaufnahme, die in den 1770er Jahren entstanden ist. Das ist die Abbildung hier unten in der Mitte, wo eben Diesendorf zum Beispiel zu sehen ist oder auch der Taffethof oder auch der Pötzhof ist zum Beispiel etwas verdeckt. Und dann gibt es in der Mitte noch die Mappen zum franziszeischen Kataster, sprich das Kartenmaterial dazu. Das ist etwa 40 Jahre später entstanden und noch einmal 40, 50, 60 Jahre später ist die Administrativkarte dazu entstanden. Während die ersten beiden auf der Plattform Arcanum Maps einsehbar sind, ist die Administrativkarte georeferenziert beim Niederösterreich Atlas einsehbar. Abschließend habe ich dann noch das aktuelle Kartenmaterial des Bundeseich- und Vermessungsamtes hinzugefügt, wenn dort ein Hausname eingetragen war. Damit kommen wir zum nächsten Schritt zur konkreten Verortung. Wie bereits gesagt, erfolgte dies auf der Basis der Mappen und der Protokolle des franziszeischen Katasters. Dann auf dieser Basis wurde auch die aktuelle Adresse bzw. die Koordinaten ermittelt und das erfolgte im Zusammenspiel von Arcanum Maps und dem bereits erwähnten Niederösterreich Atlas. Wenn eine Liegenschaft nicht mehr greifbar ist, sprich in der Zwischenzeit in den letzten 200 Jahren verschwunden ist, dann wurde dies mit dem Vermerk Abgekommen gekennzeichnet. Und damit die Daten digital oder besser gesagt für die Website überhaupt aufbereitet sind und
verfügbar sind, habe ich den Zwischenschritt über ein Geoinformationssystem gemacht. In diesem Fall war die Software QGIS im Einsatz. Und die Schnittstelle zum Web oder zum Browser ist ein Plugin namens QGIS to Web. Und so ist das Projekt dann Richtung Webseite gewachsen. Nach dieser Grunddatenerfassung habe ich versucht, weitere Elemente hinzuzufügen, und zwar die josephinische Fassion. Die ist um 1787 entstanden und ist einerseits eine wertvolle Quelle zu historischen Hausbesitzern, darüber hinaus allerdings auch noch sehr interessant, was etwa Flurnamen betrifft. Und auch hier wurde auch die Signatur im Nöller-Findbuch ergänzt. Auch hier sind die Bestände zu guten Teilen online. Da ist eine Abbildung zum Beispiel der josephinischen Fassion der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk. Die josephinische Fassion ist zusätzlich auch noch nie weniger nach alphabetisch organisiert, wie es etwa die Protokolle sind, sondern alphabetisch allerdings nach den Vorherrschaften, also vorherrschenden Grundherrschaften. Darüber hinaus beschäftige ich mich noch mit weiteren Quellen. Einerseits das neue Grundbuch, das nach etwa 1880 mit den Katastralgemeinden und Einlagezahlen durchsuchbar ist. Dieses neue Grundbuch liegt bei den Bezirksgerichten, ist nicht digital verfügbar und kann nur dort vor Ort eingesehen werden, was die Recherche für mich jetzt mühsamer macht und deswegen auch noch nicht flächendeckend erfolgt ist. Darüber hinaus beschäftige ich mich auch mit der Grundherrschaft, sprich mit dem alten Grundbuch, das eben vor dem neuen Grundbuch zum Einsatz kam. Und auch da sind viele Quellen beim Nöller-Findbuch beziehungsweise in weiterer Folge auch bei Family Search einsehbar. Und abschließend möchte ich noch die theresianische Fassion erwähnen. Die ist im Gegensatz zur josephinischen Fassion und dem franziszischen Kataster nicht nach Katastralgemeinden, also nach geografischen Grundsätzen sortiert, sondern nach Grundherrschaften und ist allerdings trotz allem eine wertvolle Quelle in der Besitzergeschichte und auch was die Grundherrschaft betrifft. Wobei man sagen muss, dass in der Zeit zwischen der theresianischen Fassion, das war um 1750, und dem Abkommen der Grundherrschaften etwa 100 Jahre später, sich doch einiges verändert hat. Wie erfolgte die Datenerfassung selbst? Und zwar habe ich die Daten relativ einfach in einer Google Sheets-Datei erfasst, sprich das ist die Google-Variante von Microsoft Excel. Und diese Daten wandern dann als CSV-Datei in die Datenbank hinter der Website von Haus und Hof. Mittlerweile sind doch einige Spalten zusammengekommen. Jetzt zum Projekt selbst. Der Projektfortschritt betrifft momentan vor allem das niederösterreichische Mostviertel, wie bereits erwähnt. Und hier wurden bereits 101 von 151 Ortsgemeinden erfasst. Das entspricht ungefähr 23.690 Einträgen. Es kommen laufend neue Gemeinden hinzu. Mittlerweile habe ich bei manchen Gemeinden auch Unterstützung. Und das heißt, das Projekt wächst laufend. Damit würde ich gern zur Website selbst übergehen, sprich zu den Inhalten der Webseite. Ich biete eine Startseite, wo alles zumindest kurz vorgestellt wird und wo man direkt zu den maßgeblichen Inhalten der Webseiten gelangt. Auf der Startseite ist eine kurze Einleitung und seit kurzem auch eine Fotografie hinzugefügt worden. Dabei handelt es sich um mein Elternhaus, eine der frühesten Abbildungen. Und darunter sind vier verschiedene Verbreitungskarten als Button verfügbar. Einerseits kann man die Hausnamen durchsuchen, die Hausbesitzer, Grundherrschaften und die Gemeinden. Und das Ganze hat den Vorteil eben, wie bereits erwähnt, dass dies alles geografisch verortet ist. Das heißt, man hat gleich einen Bezug zu einem Ort. Auf der Startseite unterhalb gibt es noch die Vollsuche.
In der Startphase des Projektes war die Vollsuche noch auf einer eigenen Seite, da ich gemerkt habe, dass viele Leute dann die Seitensuche verwendet haben, um nach Inhalte zu suchen. Habe ich mir gedacht, ich optimiere das und drücke die Vollsuche auf die erste Seite, was zwar ein wenig mehr Ladezeit mit sich bringt, allerdings wahrscheinlich praktischer ist. Zur Bedienung, links oben kann man auswählen, wie viele Einträge angezeigt werden sollen. Hier sind es zum Beispiel 10. Dann, wenn man die Liste hat, kann man hier über das Plus-Symbol sich weitere Informationen zu einem speziellen Haus ansehen. Unterhalb ist die Navigation und die Anzeige der Datensätze. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich das zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo noch weniger Datensätze drinnen war in der Datenbank. Und rechts oben eigentlich das Kernstück, das Suchfeld. Und dieses Suchfeld durchsucht alle Spalten der Datenbank. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Familiennamen eingeben würde, würden alle Spalten, sprich, egal ob das jetzt der franziszeische Kataster oder die josephinische Fasson ist, nach dem Namen Zehetner durchsucht werden. Damit würde ich gern zu den Verbreitungskarten kommen. Auch hier nur kurz eine Erklärung der Inhalte, die oder der Bedienelemente, die auf der Seite zur Verfügung stehen. Grob unterteilt ist die Seite in zwei Bereiche. Links ist ein Informationsbereich und ein Bedienbereich sozusagen. Sprich, man kann über die Titelleiste mit Haus und Hof und dem kleinen Logo zurück zur Startseite gelangen. Bei manchen Verbreitungskarten gibt es eine Vorauswahl. In diesem Fall geht es um die Hausbesitzer. Das heißt, ich kann auswählen, zu welchem Zeitpunkt die Hausbesitzer angezeigt werden sollen. Und dann, je nachdem, ändert sich auch der Inhalt der Liste. In diesem Fall eben 1820, sprich den franziszeischen Kataster. 1787 die josephinische Fasson und 1750 die theresianische Fasson. In der Liste der Hausbesitzer darunter wirkt sich diese Vorauswahl dann und man kann hier auch mehrfach arbeiten oder mit der Steuerung. Das Element auf der Seite ist, mit dem Suchfeld kann man eben wie hier die Listenelemente filtern. Ich habe hier eben nach dem Beginn meines Familiennamens gefiltert, sprich nach Zehet. Und man findet eben auch Familiennamen wie Zehet Gruber, Zehetner, Zehethofer. Sprich, es ist immer ein Teil einer Zeichenkette. Ich könnte genauso gut nach Leopold suchen und würde dann alle Leopolds finden. Wenn ich diesen Filter nicht mehr verwenden will, kann ich über diesen Button den Filter wieder löschen. Und darunter gibt es noch zwei Möglichkeiten. Nichts anzeigen, das heißt, ich lösche alle Anzeigen, alle Punktmarker auf der Landkarte und alles anzeigen. Ich zeige alles an, was eben nach dem Filter noch sichtbar wäre. Der rechte Bereich, der etwas größere Bereich, betrifft die Karte. Dazu gibt es einige Standardbedienelemente der Karte, wie etwa hier den Zoom oder die Adresssuche. Bei der Adresssuche kann man nach einer aktuellen Adresse suchen. Und den Zoom kann man entweder direkt über das Mausrad machen oder eben über diese Buttons. Rechts im Bild gibt es noch ein ganz interessantes Feature oder eine zusätzliche Möglichkeit, und zwar die Ebenenauswahl oder Layer-Auswahl. Und hier habe ich einerseits eben die Hausgeschichtsdaten, sprich, das sind die ganzen Punktmarker auf der Landkarte, die man hier auch schon sieht, und die Grundkarte. In diesem Fall ist es Basemap Standard. Wenn man das abhakt und Basemap Orthofoto anhakt, sieht man zum Beispiel ein Satellitenbild im Hintergrund. Und es ist eine Herausforderung bei der Datenerfassung für mich, stellte auch das Thema Pfarrzugehörigkeit dar. Da es mitunter durchaus kompliziert ist, für ein Einzelhaus eine konkrete Pfarrzugehörigkeit historisch festzustellen oder festzumachen, biete ich hier ebenfalls Marker für die Pfarrkirchen, die auf Matricula verfügbar sind, an. Und man kann so
einschätzen, zu welcher Pfarre ein Haus zugehörig sein könnte oder war. Damit komme ich schon zu den Details bei den Verbreitungskarten. Es gibt eben diese Marker, die in einem dunklen Rot gehalten sind, leicht durchsichtig sind. Die sind klickbar. Bei einem Klick erscheint ein kleiner Dialog, ein modaler Dialog mit ein paar Grunddaten zu dem Haus. Hier sieht man eben den Hausnamen, die Gemeinde, die aktuelle Adresse, Daten zum franziszischen Kataster und Besitzer aller drei Kataster bzw. Versionen und einen Hinweis auf die Grundherrschaft. Und darunter gibt es noch einen kleinen Button oder Symbol, ein rotes PDF-Symbol. Wenn man da draufklickt, wird automatisch ein PDF mit allen erfassten Daten zu diesem Haus generiert, das man sich dann abspeichern oder anschauen kann. Ein paar Zusatzinfos noch zu der Seite selbst. Wie bereits erwähnt, kann man nach Teilen von Zeichenketten suchen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel man sich nicht sicher ist, ob das Ganze wirklich auch gut funktioniert, dann kann man eben mit gesicherten Teilen von Namen suchen, zum Beispiel mit Etna von Cetna oder einfach, wenn man sich unsicher ist, ob ein kleines B oder ein weiches B oder ein hartes P verwendet wird, ein D, ein T oder gar ein TH oder auch ob eine Rundung oder Endrundung stattgefunden hat, sprich ein E oder ein Ö im Namen drinnen ist, da damals noch nach Gehör geschrieben wurde, ist das teilweise gar nicht so leicht festzustellen. Und die Suche anhand von Hausnummern ist auch nicht immer zielführend, da sich diese in manchen Regionen durchaus laufend verändert haben. Wenn eine Liegenschaft erst nach dem franziszischen Kataster entstanden ist, also ein Haus erst nachträglich errichtet wurde, sind diese normalerweise nicht in dieser Datenbank drinnen. Auch Liegenschaften, die vor dem franziszischen Kataster abgekommen sind, wurden nicht erfasst oder wurden nur in Ausnahmefällen erfasst, wenn zusätzliche Quellen vorhanden waren, um dieses Haus auch wirklich gut verorten zu können. Und ich nehme, wie bereits erwähnt, laufende Ergänzungen zur Datenbank vor. Und hier kann vor allem auch die Tastenkombination Steuerung F5 hilfreich sein. Falls jetzt, ich habe vor kurzem die Gemeinde Kaumberg ergänzt, falls diese nicht auf den Verbreitungskarten erscheint, obwohl die Seite Verbreitungskarten neu aufgerufen wurden, kann es hilfreich sein, die Seite mit Steuerung F5 zu aktualisieren. Dann zwingt man den Browser nämlich, die Daten neu zu laden. Neben der Vollsuche und den Verbreitungskarten gibt es noch weitere Inhalte, die das Projekt mit sich bringt. Einerseits eine Auflistung der erfassten Gemeinden. Andererseits dokumentiere ich den Projektfortschritt. Was ist zuletzt passiert? Welche letzten Updates gibt es? Und es gibt auch weitere Informationen zum Status, zum Beispiel auch was die technische Umsetzung betrifft oder offene Punkte werden auf der Seite Projektfortschritt mitgeführt. Dann gibt es noch eine ausführliche Dokumentation, wie die Daten zustande gekommen sind und auch die verwendeten Quellen können eingesehen werden. Ich habe mich dann bemüht, um das Ganze nachvollziehbar zu machen, wie ich arbeite, eine Kurzanleitung zu schreiben, inklusive Videomaterial, um die Datenerfassung auch greifbarer zu machen und vielleicht auch anderen Forschern die Möglichkeit zu geben, ähnliche Wege zu gehen. Und das habe ich jetzt mit Videomaterial auch zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand was einbringen will oder einen Fehler auf der Webseite gefunden hat, dann kann dies gerne über das Kontaktformular passieren. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Und zwar wäre wünschenswert, noch die Einbindung historischer Karten, wie etwa die Mappen zum franziszischen Kataster selbst. Am zweiten Punkt, das Anbieten einer
Möglichkeit zur fehlertoleranten Suche arbeite ich aktuell, wobei ich da bisher nur bei der Hausnamenkarte aktuell zwei Testfunktionen laufen habe. Und was mich persönlich auch noch sehr interessiert, ist die Erfassung von längst abgekommenen Liegenschaften, die oft in den Grundbüchern nur mehr als Überlandgründe geführt werden in Niederösterreich. Diese Häuser können auch noch zu einer Zeit, die etwa durch die Kirchenbücher abgedeckt ist, noch bewohnt gewesen sein und erst in den 18. Jahrhundert oder frühen 19. Jahrhundert abgekommen sein. Und da hilft es durchaus, wenn man diese Häuser auch suchen kann in der Datenbank. Vielleicht noch ein abschließender Punkt zum mehr oder weniger theoretischen Teil. Aus meiner Sicht erstelle ich Haus und Hof jetzt vorrangig mal für das niederösterreichische Mostviertel. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich auf ganz Niederösterreich ausweitet, je nachdem, ob vielleicht auch andere Forscher sich dafür begeistern können. Für andere Regionen kann ich mir ähnliche Projekte natürlich auch sehr gut vorstellen, wobei eben das Konzept von Haus und Hof noch relativ gut auf das niederösterreichische Quellensystem zugeschnitten ist, sprich welche Quellen vorhanden sind. Da müsste man sich eben dann ein eigenes Konzept zur Datenerfassung erstellen oder erarbeiten und dies könnte dann auch gerne umgesetzt werden. So, ich habe jetzt ganz viel geredet über die Theorie hinter Haus und Hof und würde Sie jetzt einladen, kurz auch noch mit mir gemeinsam die Website selbst anzusehen. Und dazu wechsle ich einmal auf die Website. Wie bereits kurz gesehen, es schaut so momentan die Startseite aus. Die Startseite verändert sich laufend leicht, da ich immer wieder Sachen verbessere oder weiterentwickle, beziehungsweise mir anschaue, was gut funktioniert oder auch einen Plan im Hinterkopf habe, der halt nicht immer sofort umsetzbar ist. Unterhalb dieses Einleitungsparts und hier oben ist noch das Menü, damit man auch zu den einzelnen Inhalten kommt. Hier sind die Verbreitungskarten. Hier ist alles, was das Projekt betrifft, sprich die erwähnten erfassten Gemeinden kann man hier einsehen, den Projektfortschritt, Dokumentation, Quellen, Anleitung, Hilfe und Fragen und Antworten. Hier ist ein alternativer Einstiegspunkt für die Verbreitungskarten. Hier ist die Vollsuche. Hier kann man eben auswählen, wie viele Einträge angezeigt werden sollen. Je nachdem wird eben die Anzeige dann aktualisiert. Und vorher habe ich zum Beispiel gesagt, man kann nach Zehetner suchen. Und in diesem Fall kommen immerhin 59 von 23.690 Einträgen kommt der Name Zehetner vor. In diesem Fall war es der Hausbesitzer zur Zeit des franziszischen Katasters. Und hier im Haus Altenhofen 1 lebten etwa Vorfahren von mir. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Zeichenkette. Man muss eben berücksichtigen, dass oft die Originalschreibweise verwendet wurde. Das heißt, man muss teilweise auch mit nur einzelnen Teilen arbeiten. Zum Beispiel Eigner. Schauen wir mal, ob es da irgendwas gibt. Genau. Eigner wurde hier zum Beispiel mit E geschrieben. Wenn man nach Eigner sucht, wird man auch etwas finden. Genau. Da sieht man bei diesem Beitrag auch recht schön, dass der Besitzer zur Zeit des franziszischen Katasters mit EI geschrieben wurde und zur Zeit der josephinischen Fassion mit AI. Wenn man nach Igner zum Beispiel suchen würde, würde man eben alles dazu finden. In diesem Fall wären es immerhin 238 Einträge. Hier ist noch die Paginierung, ein altbekanntes Feature, sprich wie wechsle ich zwischen den einzelnen Seiten. Und darunter gibt es einen Bereich Neuigkeiten, wo ich kurz zu neuen Inhalten, die ich für berichtenswert halte, etwas verfasse.
zum Beispiel auch zu der 100. Gemeinde, wo ich so ein klein wenig Rückschau gehalten habe, wie das Projekt läuft und was passiert ist. Zum Beispiel gab es bei der Erfassung im Jahr 1820 immerhin von 23.000 Einträgen kamen bei 2.928 Einträge Josefs vor und bei 2.871, also dicht dahinter, waren Johanns hinterlegt. Mit einem Klick auf das Logo kommt man wieder zurück zur Startseite und darunter findet man noch weitere Inhalte und einen kurzen Über-mich-Blog. Dann würde ich noch kurz eine Verbreitungskarte herzeigen. In diesem Fall zeige ich die Verbreitungskarte der Hausbesitzer her. Und zwar ist es so, dass standardmäßig eben alle Daten angezeigt werden. Aufgrund der Datenmenge von 23.000 Einträgen sind da eben 23 oder besser gesagt 22.000, das sind nicht alle Häuser verortet, Punktmarker, und das macht die Seite teilweise auch etwas weniger performant, etwas langsamer. Das heißt, je weniger Punkte angezeigt werden, desto übersichtlicher wird das Ganze. Wenn man jetzt zum Beispiel nur die Einträge mit C-Header sich anzeigen lässt oder C-Head, sieht man hier schon recht schön eine Verbreitung des Namens und kann dann aber direkt gleich zu den Besitzern zur Zeit der josephinischen Fassion wechseln, sieht die Verbreitung dieser Namensgruppe zu diesem Zeitpunkt und auch zu 1750, wobei 1750 eben noch nicht flächendeckend erfasst ist. Diesen Filter kann man dann eben auch wieder löschen und kann dann zum Beispiel Igner eingeben und sieht alle Einträge zum Namen Eigner zu diesem Zeitpunkt. Und man sieht hier auch, dass da eben Leigner oder Obereigner dazukommt. Und dann kann man dann eben nur die richtigen Einträge auswählen und die restlichen weglassen. Gleiches funktioniert eben wieder zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Button Nichts anzeigen wird eben das wieder weggenommen. Hier die Zoom-Funktion. Das heißt, man kann reinzoomen auf die Landkarte und man könnte hier auch nach einer Adresse suchen. Diesen Dorf zum Beispiel gibt es zweimal und kriegt hier den Marker dazu. Man kann sich dann anschauen, ah, hier hat ein Franz Eigner rund um 1820 im Haus Straß gelebt. Und wenn man auf das PDF hier draufklickt, wird ein PDF dazu noch geöffnet, das dann alle erfassten Daten dazu enthält. So, vielleicht noch kurz die Ebenen. Ich habe es vorher schon erwähnt, man kann hier die Grundkarte wechseln. Das heißt, man sieht hier das Orthofoto, sprich eine Satellitenaufnahme zu der Liegenschaft und kann sich die heutige Bausituation etwa dazu anschauen. Und zusätzlich kann man noch die Pfarrkirchen sich einblenden lassen. Das sind diese weißen Punktmarker. Und auch hier sieht man zum Beispiel, dass die Matriken von Oberndorf an der Melk im Jahr 1686 begonnen haben und es Überschneidungen mit den Pfarren Ruprechtshofen und St. Leonhard am Forst gibt. Vielleicht abschließend noch hier gelangt man zur Hilfeseite, wo ich versucht habe, anhand von Screenshots die Sachen etwas besser zu erklären und verständlich zu machen. Gut, ich würde damit auch zum Ende kommen von meinem Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit und stehe auch gerne für die weitere Diskussion oder für allfällige Fragen zur Verfügung. Ja, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in dein Projekt und in dieses wirklich grandiose Datenmaterial, das du uns hier lieferst. Ich werde jetzt die Aufzeichnung abbrechen und wir werden jetzt in die Diskussion und in die Fragerunde einsteigen.